Hallo, liebe Kemba. Einen wunderschönen guten Abend aus Dinkelsbühl. Ich möchte euch heute mal ein neues Produkt bei uns vorstellen. Und zwar haben wir hier ein neues Solarmodul von WCS, Mobile Technik, bekommen. Welches Modul ist es? Hier handelt es sich ums erste Hochvolt-Modul, wie einige nennen, oder wie sagt der Götz so schön, Solarmodul mit hoher Spannung, auf Schindeltechnologie aufgebaut, ein wunderschönes Rahmenmodul, nach Götz-Vorgaben auch etwas schmäler gehalten, weil das Phänomen bei den Modulen ist, dass die seitlich auch am Dachfenster von den Kastenwegen vorbeigehen. Das ist ja das, was er in seinem Video schon mal erklärt hat. Und das ist echt klasse, weil somit kriege ich da ohne Probleme links und rechts ein tolles Modul drauf. Und gerade im Van-Bereich sind es Module, die echt begeistern durch die extrem hohe Spannung, was die haben. Hat man nämlich hier den großen Vorteil, dass die natürlich sehr leistungsstark sind. Auch genial natürlich, dass hier das Kabel schon alles komplett dran ist. Das finde ich oft phänomenal. Durch die höhere Spannung kann man sich auch leisten, mit einem kleineren Querschnitt zu fahren. Ich brauche bei Weitem nicht mehr diesen großen Querschnitt, weil wir haben hier, ihr seht selber, die Leerlaufspannung von 44,2, also knapp 45 Volt. Und das ist natürlich schon echt eine Nummer. Bei einem 100 Watt Modul hat man dann hier einfach gigantische Vorteile, weil das einfach viel früher das Laden anfängt oder das Arbeiten anfängt und abends oder Nachmittag hinein viel länger arbeitet. Somit ist der Gesamtertrag natürlich schon wesentlich höher. Der nächste Vorteil ist natürlich, wenn Solarplatten auf dem Dach liegen und die Mittagshitze kommt, die Sonne knallt da drauf, auch bei den Rahmenmodulen, wenn ich jetzt hier ein Modul hätte mit nur, keine Ahnung, 20, 25 Volt Leerlaufspannung. Durch die Hitze knackt die Voltzahlen natürlich auch so ein bisschen nach unten. Und wenn da 20-30% einknackt, dann kommt aber bei dem Modul durch die hohe Voltzahl natürlich trotzdem auch Mittag nur ein bisschen Leistung runter, wo sich die anderen Module dann schon ein bisschen schwerer tun. Und von dem her hat es natürlich durchaus nur Vorteile. Und ich werde es auch demnächst live testen. Ich werde es auch bei mir aufs Auto bauen und mal gucken, wie da gegenüber den anderen, wo ich drauf habe, der Ertrag ist. Und ich verspreche mir da sehr viel. Und da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Und auch bin ich natürlich gespannt, weil er hat ja noch angekündigt, dass bald noch die, ich glaube, 60 Volt oder knapp 60 Volt Module kommen. Da sind wir auch schon ganz scharf drauf. Das finde ich auch richtig klasse, weil man muss sagen, bei einem 60-Volt-Modul, wie auch der Götz schon sagt, dann kann ich oder beziehungsweise braucht man gar nicht mehr über eine Reinschaltung nachdenken. Da fühlen sich natürlich die MPPT-Regler richtig, richtig wohl und da können die richtig gut arbeiten und man kriegt auch richtig gut was runter. Und das macht natürlich dann schon richtig was her. Von Reinschaltungen sind wir persönlich hier bei Miga Caravan eh nicht so begeistert, weil zu 90% haben wir keine Liner, sondern eben solche teilintegrierten Fahrzeuge. Und da macht es unserer Meinung nach als Reinschaltung schon fast gar keinen Sinn mehr, weil da kriege ich hinten zwei Module drauf, vielleicht kriege ich vorne nur eins drauf, aber die hinteren sind dann auch ganz links, ganz rechts. Und man muss wissen, wenn ich eine Reihenschaltung mache und habe beim einem Modul nur eine bisschen Teilverschattung, ja, dann sind alle Module, die in Reihe geschaltet sind, tot. Ich vergleiche das immer mit einem Christbaum. Eine Christbaumkerze ausdrehen, alles aus, Christbaum aus. Und das macht natürlich wenig Sinn. Wenn ich ein Liner habe oder ein längeres Fahrzeug, da schaut die Welt ein bisschen anders aus. Da kann man die Module klatsch zusammenlegen, die man in Reihe schaltet. Und man kriegt natürlich auch mehr Module aufs Auto durch die bauartbedingte Länge. Da kann man das tun. Da ist es weniger Problem. Aber hier jetzt bei 7,40 Meter Teilintegrierte, da sehe ich das gar nicht mehr so
praktikabel. Und wo ich sowieso das nicht wirklich praktikabel sehe, sind, wenn ich nur zwei Module drauf mache. Also bei einer Reinschaltung sage ich immer, müssten es ja mindestens vier Module sein, die ich da installiere, weil dann kann ich eine rein Parallelschaltung machen. Ich kann zwei in Reihe schalten und die Pärchen zueinander wieder parallel. Dann macht es ja irgendwo Sinn. Dann ist nicht gleich alles tot. Wenn ich mal ein bisschen eine Teilverschattung habe, dann funktioniert die Thematik einigermaßen. Aber ob der Ertrag dann wirklich um so viel besser ist, das müsste man dann auch ausmessen. Doch wenn ich jetzt solche Hochvolt-Module, ich nenne es jetzt einfach mal Hochvolt oder Module mit höherer Spannung habe, dann macht es wiederum total Spaß, weil ich natürlich auch vier Stück von denen draufbringe und die vier geben aber wesentlich mehr Leistung ab und da habe ich natürlich wirklich eine Gewinnessenz draus. Also das macht wirklich Spaß. Also da profitiert man dann schon gewaltig davon, von dem Ertrag, was ich da tagsüber runterhole. Jo, das wollt ihr euch nur vorstellen. Und dann habe ich noch eine Thematik, das ist mir heute zwischen die Finger gekommen, das wollte ich euch mal zeigen, weil wir ja oft immer drüber sprechen, beziehungsweise aus der eigenen Erfahrung habe ich das letztens gehabt, Querschnitte und Kabel. Ich habe bei mir hier einen Wechselrichter laufen lassen mit 1500 Watt. Ich sage jetzt bewusst keinen Namen, spielt da gar keine Rolle, was für Marke das ist, war. Und da sind dann Kabel dabei, das zeige ich euch gleich, 1500 Watt, also da habe ich mich schon gewundert, ich habe einen 1000 Watt Föhn hingehängt und das Kabel, wo da dabei war, also das schaut hier so aus, war das da hier, ist irre warm geworden. Und dann habe ich mir schon gedacht, Mensch, das kann doch gar nicht sein. Ich bin ja nur 500 Watt von der maximalen Leistung entfernt, wo der Wechselrichter eigentlich kann. Warum wird denn das Kabel so warm? Und dann habe ich mal den Spaß gemacht und habe das Kabel auseinanderpflückt. Und wie gesagt, das ist dabei. Und wie ich immer sage, das sind so richtig geile, flexible Kabel. Zum Verbauen natürlich wunderbar. Aber schaut euch das da an. Was da drin ist, purer, Entschuldigung, wenn ich so direkt sage, Schrott. Das ist ein Alukabel, also sprich, das sind 90%, glaube ich, oder keine Ahnung, also es schaut zumindest so aus. Alles drin, bloß kein wirkliches Kupfer. Und jetzt wundert mich auch nicht, warum das Kabel so scheiß heiß geworden ist. Ich meine, das kann man hier als Bürste nehmen, das ist butterweich. Das sind so geht's gerne Alufasern und ich habe überhaupt, wie soll ich sagen, was heißt überhaupt keine, das stimmt nicht. Aluminium ist ja trotzdem nur relativ guter Leiter, aber Aluminium schafft halt nur 65% von dem Kupfer. Und das heißt, im eigentlichen Schluss müsste ich hier den Querschnitt verdoppeln, dass ich es leisten kann, 1500 Watt dadurch zu ziehen, ohne dass das Kabel warm wird. Und ich habe das dann auch temperaturtechnisch gemessen. Also das Kabel hatte dann wirklich zwischen 50 und 60 Grad nach 20 Minuten 1000 Watt rausziehen. Und also da muss ich sagen, geht gar nicht. Ich finde es echt, ja, nicht schön, weil das ist echt das Billigkabel. Das sieht man auch hier. Darum bin ich da auch der Meinung. Auch WCS hat es ja mal angekündigt in seinen Videos, hat er mal gezeigt, dass diese flexiblen Kabel hier, die so super toll sind, wenn man die verbauen möchte, da sind sie super, weil sie schön flexibel sind, man kommt um jede Kurve rum, aber hat natürlich nichts mit qualitativ hochwertigen Kabeln zu tun, nämlich mit reinen Kupferkabeln, die 35-40% mehr Strom leiden wie dieses Alukabel. Und man sieht ja eindeutig den Unterschied. Und ich finde es ein bisschen schade. Also unser Kupferkabel ist auch ein reines 100% Kupferkabel. Also reines Kupferkabel. Das ist aber bei Weitem natürlich nicht so flexibel. Im Gegenteil, es ist schon fast steif. Es lässt sich schwer, sehr schwer biegen. Ist auch logisch. Gebündeltes Kupfer in der richtigen Quadratzahl. Aber da kostet auch der Meter richtig viel Geld. Aber ich sage halt, das gehört halt zu einem anständigen Qualitätseinbau dazu, weil man kann sich da nicht leisten, so einen Pfusch zu machen und so ein haarsträubendes Etwas da reinbauen, wo dann auch noch warm wird. Also finde ich, ja, ich finde es nicht schön. Also
Weil das kostet ja alles Geld und auch der Hersteller verlangt ja sein Geld für den Wechselrichter und da finde ich das also wirklich ja, nicht wirklich prickelnd. Also da ist es schon wichtig und immer darauf zu achten, dass man hier reines Kupferkabel nimmt, schönes, dickes, gutes Kupferkabel. Da spart man total am falschen Fleck. Wir sparen hier nicht. Unsere ganzen Einbauten werden ausschließlich mit diesen Qualitätskupferkabeln gemacht. Da legen wir gern ein paar Euro mehr drauf, weil wir einfach sagen, das muss Hand und Fuß haben. Es darf nicht warm werden, es darf nichts passieren und die Querschnitte müssen passen. Und das können wir eben mit so einem Kabel anständig gewährleisten. Aber mit so einem Flexikabel hier ist da nicht dran zu denken. Also das funktioniert nicht. Weil die Dinger hier werden brotwarm, das ist alles Quatsch. Und ihr seht ja schon, also das kann ich als Rasierpinsel nehmen, aber bestimmt nicht als richtig gutes Kabel. Das wollte ich euch mal mitgeben, weil das habe ich, ist mir so über den Weg gelaufen. Das kommt eben, da sieht man dann auch schon ein bisschen die Qualität, auch vom Einbau, genauso wie von den Materialien, wo hier verbaut werden. Wo man schon immer darauf achten soll, weil es kostet ja alles Geld, der Kunde zahlt für alles Geld und es soll doch alles Hand und Fuß haben und es soll doch auch alles passen und funktionieren. Und von dem her sind wir da schon in der Pflicht, anständige Materialien zu nehmen und dann darf sowas hier eigentlich nicht passieren oder darf man nicht nehmen. Also das wandert direkt im Müll und da wird auch sowas definitiv bei uns nicht mehr verbaut, weil das ist totaler Schrott. Also das geht nicht, das kommt weg. Jo, das wollte ich euch nur alles mitteilen kurz in einem relativ, wo sind wir in der Uhrzeit? Ja, kurzem Video. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Fragen habt zu dem Schindelmodul, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren, das haben wir da. Wann die anderen kommen, das weiß ich nicht. Ich schätze jetzt mal so in 3-4 Wochen wird sich vielleicht was tun. Aber bis dahin, dieses haben wir auf alle Fälle schon mal prädestiniert für Vans, Kastenwagen und so weiter. Natürlich auch für normale Fahrzeuge überhaupt kein Thema, weil wir mit 100 Watt schon effizient wesentlich mehr runterholen vom Dach wie mit einem herkömmlichen 100 Watt Modul. Jo, in diesem Sinn, macht's gut. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich immer sehr gern. Genauso wie jeden neuen Abonnenten. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns sehr drüber. Und ist ja auch immer so eine kleine Bestätigung, dass das, was wir tun, euch auch interessiert. Und wir nicht so ganz daneben liegen. Fürs Zuschauen. Vielen Dank und euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt weiterhin gesund und nächste Woche soll das Wetterort, denke ich, wieder ein wenig besser werden. Dann macht es alles auch wieder Spaß, mal draußen rumzufahren. Also, schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Bis bald. Ciao, ciao.